und herzlich willkommen hier bei Plants vs. Zombies. Wir machen einmal die Piñata-Party nochmal. Nachdem die erste Runde ja nicht ganz so überragend lief, probiere ich es aber jetzt doch nochmal. Überlebe, ohne etwas in Daves Schimmelpilzkolonie zu pflanzen. Verhindere, dass die Zombies Blumen zertrampeln. Okay, also die Lane hier darf nicht übertreten werden. Und wir müssen es irgendwie schaffen, das Ganze irgendwie abzusichern. Deswegen würde ich sagen, hinten nehmen wir die Starken. Und vorne nehmen wir die Einfachen, oder? Oh, jetzt kommen sie aber wieder hier. Okay, sie schaffen es eigentlich gar nicht schlecht. Oh! Sind die Mischige? Wieso ist der hier schon so weit vorne? So, da ist noch ein Angry. Na, klasse. Da legen wir noch einen rein und hier. Na. Oh. So, hier sind sie auch recht nah. Können wir den hier noch? Ach, die roten waren... Dann pupsen sie doch. Genau, und vergiften die anderen. Okay, hier können wir nochmal einen Verärgerten reinsetzen. Und ich glaube, da oben müssen wir einmal absichern. So, frisst die Pflanze. Na komm, irgendwie wird es doch zu schaffen sein. Scheiße, und der Grüne hat den Roten. Ich muss die Lane hier beschützen. Nehmen wir die Lane einmal schützen. Da ist auch Cowboy Joe. In der Hoffnung, dass sie ihn jetzt essen. Okay, sieht gut aus. Kann man noch so? Sie sind vergiftet. Setzen wir hier einmal rein. Komm. Na, komm. Da oben vielleicht noch. Wo sind die Vergifteten? Da unten ist ein Vergifteter drin. Dann machen wir es jetzt einfach so. Oh. Okay, den müssen wir einmal absichern. Okay, hier einmal. Irgendwo war doch hier der... Oh Mist. Ein Massaker. Okay, wir lassen die hier vergiften, oder? Jawohl, da oben können wir nochmal... Jetzt können wir nochmal einmal absichern. Wenn auf irgendeiner anderen Lane noch irgendeiner wäre. Aber ihr seht, mein Laptop ist... nicht mein Laptop, mein Tablet ist komplett einmal überlastet. Die obere Lane klappt eigentlich ganz gut. Okay, aber wir müssen hier einmal sichern. Sonst haben wir hier gleich ein riesengroßes Problem. Da können wir auch noch einmal die Gruppe irgendwie abhauen lassen.
Hier setzen wir auch noch einen rein. Komm. Die sind vergiftet. Sieht gut aus, sieht sehr gut aus. Jetzt muss nur noch die Gruppe hier klappen. Und es hat geklappt. Okay, 3 Pinatas dürfen wir. 100 Münzen. 100 Münzen. Und ein neues Kostüm. Das war die erste Party. Wir haben einen Eisbergsalat. Können wir nochmal eine schaffen? Jetzt kommen wahrscheinlich schwere in der Runde, oder? Ach, bis zur nächsten Party wieder 10 Stunden warten. Okay, dann war das die erste Piñata-Party. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zur nächsten Runde. Bis dann, ciao, ciao.